Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Ja, der Lehrling ist auch gerade gekommen, ja, und ich lasse mir erstmal einen schütteln von dem Lehrling. Ne? Ja, damit er so ein bisschen in Gang kommt. Ne? Er hat auch Kaffee mitgebracht, das ist ganz wichtig. So, Meister ist ja jetzt mal weg. Und jetzt will ich das mal antesten. Ah, was für ein schönes Geräusch. Hört ihr das? Oh, ist das herrlich. So, ich habe jetzt meine Messingbürste genommen, weil eben keine andere, damit macht ihr die Kerzen nämlich auch kaputt. Und dann mache ich die hier mal ein bisschen sauber. Jawohl. War gar nicht so viel. So, ich gucke mir jetzt mal das Gummi hier an. Das sieht gut aus. Keine Risse. Wunderbar. Auch von innen. Alles okay. Alles sauber. Alles heile. Jetzt gucke ich mir mal die Nadel an. Ist auch sauber. Auch gerade. Alles gut. Kann ich wieder einbauen. Ach Leute, ich kann leider nicht weitermachen. Ich habe nicht das passende Öl fürs Ölwechsel. Nämlich 10:30 und deswegen ruhe ich mich jetzt ein bisschen aus hier, so wie der Meister das macht. Und dann gehe ich ein bisschen einkaufen. Tschüss! So, tschüss! Ich muss jetzt schnell los! Alle gedacht haben, es ist vorbei. Jetzt gleich liege ich da am Boden. Dann habe ich noch einen Gang draufgeschaltet und dann kam dieser innere Schweinehund und dann konnte ich es noch rumreißen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, der mich vielleicht ausmacht. Gewalt war mir nicht fremd. Wir haben zu Hause Prügel gekriegt. Mein Vater hat mich immer mit einem Teppichklopper geschlagen. Ich war das, was man Zuhälter nennt, Bordellbesitzer, Wirtschafter, aber ich habe mich auch so ein bisschen gefühlt wie so ein Ritter. Ich laufe los, ich beschütze jemand, ich zeige, ich bin es, ist schon geil. Also wie dumm muss ich als Mann sein, wenn ich sage, ich finde das scheiße? Ich wollte das alles nicht mehr, weil irgendwann arbeitet das Hirn auch mal. Dann habe ich mir die Frage gestellt, was kannst du? Ist das alles im Leben gewesen? Und da ich immer Sport in meinem Leben getrieben habe, war es natürlich naheliegend, dass ich was mit Boxen machte. Wenn ich zum Beispiel trainiert habe für mich, dann ist es einfach so, nachher ist das wie so ein Neustart. Der Kopf ist nachher auch frei. Ich mochte Computer eigentlich nicht leiden und habe mich dagegen ein bisschen verweigert. Und habe da, als YouTube kam, habe ich gesagt, Mensch, dann machst du so einen Kanal, wo du an Rollern schraubst. Inzwischen sind es insgesamt über 800 Videos, die ich hochgeladen habe. Ich habe nie aufgegeben, egal was ich gemacht habe. Ich habe alles bis zum Schluss durchgezogen. Ich bin jetzt ein halbwegs normaler Mensch, in Anführungsstrichen. Jedenfalls fühle ich mich so. Natürlich bin ich schon ein bisschen anders. Aber ich fühle mich so, sage ich mal, als wenn ich ein Mitglied der normalen Gesellschaft bin. Kein Außenseiter mehr.